Zack Snyders Zombie-Heist-Film Army of the Dead macht eine Menge Spaß, aber er lässt seine Zuschauer mit einigen Mysterien zurück. Hier kommen ein paar der größten unbeantworteten Fragen in Army of the Dead. Achtung, es folgen Spoiler. Wie die meisten Zombie-Filme macht sich auch Army of the Dead nicht die Mühe, die Wissenschaft hinter dem Ausbruch der Untoten zu erklären. Das bedeutet aber auch, dass es seine Zuschauer mit Hinweisen reizt, wie das alles passiert sein könnte. Wir wissen, dass Zeus, der König der Zombies, in einer Art Militärkonvoi transportiert wurde. Er entkam, als der Konvoi einen Unfall kurz vor Las Vegas hatte und begann sofort verheerenden Schaden in Sin City anzurichten. Aber wie genau er jetzt in diesem Militärtransport endete, wird nie wirklich erklärt. Bevor der Unfall all diese aufregenden Ereignisse im Film lostritt, spekulieren zwei Soldaten darüber, was sie transportieren, und offenbaren, dass Zeus' bloße Existenz als höchst geheim eingestuft wird. Das Letzte, über das sie nachdenken, bevor alles den Bach hinuntergeht, ist, dass das US-Militär ein Alien in seine Finger bekommen hat. Area 51, Secret Hangar. Autopsy. Das wirft die Frage auf, ob Zeus' Ursprung vielleicht außerirdisch ist. Vielleicht keinen kleinen grünen Männchen, sondern eher eine Art Alien-Virus. Aber letztendlich springen die beiden Männer auch nur von Theorie zu Theorie. Die Wahrheit kann man nur erahnen, weil der Film nur diesen einen kleinen Hinweis gibt, bevor es mit der Action losgeht. Genauso wie wir nicht wissen, woher Zeus stammt, wer er war, bevor er zum Zombie wurde, oder was seine Verwandlung überhaupt ausgelöst hat, wissen wir auch nicht, welche Pläne das Militär mit ihm hat. Wir wissen nicht einmal, was das Ziel des Konvois war. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist, dass der Weg sie an Las Vegas vorbeiführte. Was wir wissen, ist, dass keiner der Menschen in dieser Karawane auch nur den leisesten Hauch einer Ahnung über die Fracht hat, die sie transportieren, weil die einzige Person, die die Gefahr realisiert, in der sich die Soldaten befinden, nachdem Zeus Käfig geöffnet ist, ist die Frau, die sich am anderen Ende des Funks befindet. Alright, listen carefully. Gather whoever can walk or move and get away from the payload immediately. Wait. What are you telling me to do? Es wirkt komisch, dass keiner, der diese kostbare Fracht begleitet, weiß, was gerade abgeht. Das lässt uns darüber nachdenken, was da eigentlich gerade passiert. Besonders wenn das Militär Zombies als Waffe entwickelt, fühlt es sich merkwürdig an, dass sie niemanden geschickt haben, der genau weiß, wie gefährlich Zeus ist. Was war also der Zweck dahinter, ihn zu verladen? Wohin sollte er gebracht werden? Was erwartet ihn an seinem Ziel? Soweit der Heist-Teil des Filmes. Army of the Dead ist ansonsten einfach gehalten. Scott Ward und sein Team werden vom Besitzer eines Casinos angeheuert, um in seinen eigenen Tresor einzubrechen und das Geld dort herauszuholen. Als sie den Safe endlich erreichen, bleibt es an Dieter hängen, dort einzubrechen. Denn aus irgendeinem Grund hat ihnen Tanaka niemals die Kombination verraten. Hi, my name is Dieter and I'm going to open what cannot be opened. Are you kidding me? No, we need to get to open the safe. Okay, sicher. Das ist ein Heist-Film. Er braucht definitiv eine aufregende Safe-Knacken-Szene. Und Army of the Dead liefert genau das. Aber das war ja eigentlich Tanakas eigener Safe, also scheint es doch nur logisch, dass er weiß, wie man dort hineinkommt. Auch wenn sich später herausstellt, dass Tanaka eigentlich gar kein Interesse an dem Geld hatte und nur wollte, dass die Mission misslingt, warum hat Ward nicht einfach nach der Kombination gefragt? Tanaka hätte ihm wenigstens eine falsche geben können. Er hatte über die nicht tödlichen Abschreckungsmaßnahmen gelogen, die sie durchqueren mussten, um den Tresor zu erreichen. Also hat er wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass sie überhaupt ins Innere kommen würden. Es scheint ein bisschen bizarr, dass niemandem aus dem Team in den Sinn kam, dass es einen einfachen Weg geben sollte, um in den Safe zu gelangen. Auch wenn der nicht funktionierte. Nach der Hälfte von Army of the Dead erzählt Lily eine Geschichte über einen anderen Typen, der von der Gruppe getrennt wurde und dem sie einmal geholfen hat, sich in die Stadt zu schleichen, als Kate klagt, dass ihre Freundin Geeta wahrscheinlich tot ist. Er wurde zum Sterben zurückgelassen, stolperte aber 3 Tage später wieder heraus, immer noch am Leben. Er sagte, dass der König der Zombies Zeus ihn und ein paar weitere Menschen eingesperrt hat und immer wieder zurückkehrte, um eine nach dem anderen zu holen. Später sehen wir, dass genau das mit Geeta passiert ist. Und wir sehen auch, wie einer ihrer Freunde aus dem Raum gezerrt wird, in dem sie gefangen gehalten werden. Was wir nie erfahren, ist der Zweck dieser verlängerten Art von psychologischen Folter. Wenn Zeus seine Gefangenen in weitere Alpha-Zombies verwandelt, warum wartet er dann? Warum werden nicht alle auf einmal verwandelt? Und wenn das nicht das ist, was er vorhat, was geht im Zombie-Hauptquartier vor sich? Müssen Zombies frisches Fleisch essen, damit sie nicht austrocknen wie die Shambler, die am Rande der Stadt verstreut sind? Oder geht noch irgendetwas anderes vor sich? Wir sehen nie, was Zeus mit diesen Menschen anstellt, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es nichts Gutes ist.
Anders als der Rest von Wards Team durchstreift Kate die zombieverseuchten Straßen von Las Vegas nicht auf der Suche nach Geld. Stattdessen ist sie wegen ihrer Freundin Geeta dort. Eine alleinerziehende Mutter, die sich in die Stadt geschlichen hat, um eine Slotmaschine aufzubrechen und genug Geld zu sammeln, um sich und ihren Kindern die Freiheit zu erkaufen. Als Geeta nicht mit Lily aus der Stadt zurückkehrt, nimmt Kate es auf sich, tritt dem Team ihres Vaters bei und sucht sie. Trotz aller Widerstände ist sie erfolgreich und, anders als die anderen Mitglieder von Wards Team, schaffen sie es heil in den Fluchthelikopter. Allerdings schafft es ein wütender Zeus ebenfalls in den Helikopter zu springen und der anschließende Kampf endet mit einem katastrophalen Crash in der Wüste von Nevada, gerade außerhalb des Bereichs der Atombombe. Kate wird aus dem Wrack geschleudert und ist auf wundersame Weise in Ordnung. Aber als sie die Überreste des Hubschraubers untersucht, ist die einzige Leiche, die sie findet, zumindest die einzige, die wir sehen, die von Peters, die getötet wurde. Ward liegt verletzt ein paar Meter weiter und der Zombie-König wurde schon vor dem Crash in Stücke zerrissen. Aber wir sehen Geeta nie wieder. Starb sie bei dem Crash? War Kates komplette Reise etwa umsonst? Ja, sie ist wahrscheinlich tot. Aber da wir sie nicht mehr sehen, lässt Army of the Dead diese Frage offen. Gerade als wir denken, dass Wards komplettes Team bei dem desaströsen Raub getötet wurde, offenbart Army of the Dead, dass es tatsächlich einen einzigen Überlebenden gibt. Vandarow, den sägetragenden Philosophen, den wir zuletzt gesehen haben, als er vom heldenhaften Dieter im Safe eingesperrt wurde. Entweder hat Dieter den Safe nicht verschlossen oder es gab eine Art Fehlersicherung im Inneren, weil Vandarow irgendwie heile und mit mehreren Seesäcken voller Geld im Schlepptau auftaucht, nachdem die Atombombe die Stadt zerstört hat. Er verlässt die Stadt, bis er ein verlassenes Haus mit einem Auto findet. Danach fährt er zum nächsten Flughafen, wo er ein Flugzeug mietet, um nach Mexiko zu fliegen. I'm not able to just rent you that plane. Unglücklicherweise beginnt sich Vandarow an Bord krank zu fühlen und wir realisieren, dass er die ganze Zeit mit der Bisswunde von einem Zombie herumgelaufen ist. Der Film endet noch, bevor wir sehen können, was als nächstes passiert. Aber das wirft ein paar Fragen auf, wie die Zombie-Infektion überhaupt wirkt. Wenn andere Charaktere im Film gebissen werden, verwandeln sie sich nur ein paar Minuten später in Zombies. Aber Vandarow reist noch stundenlang durch die Gegend, bevor er die ersten Effekte spürt. Früher im Film unterhalten sich die Charaktere kurz über die ersten Symptome einer Zombie-Infektion, was andeutet, dass einige Menschen sich nicht direkt verwandeln. Aber wir lernen nicht, warum einige es schaffen, die Verwandlung aufzuhalten oder wie lange eine Person infiziert sein kann, ohne es zu merken. Vandarows Überraschung im Flugzeug wirft auch die Frage auf, ob das Zombie-Virus oder was auch immer das ist, sich jetzt ausbreiten wird. Bis zum Schluss fühlt es sich nicht so an, als ob Army of the Dead viel Raum für eine Fortsetzung lässt. Wards komplettes Team ist tot und die Zombies in Las Vegas wurden durch die Atombombe zerstört. Jetzt, da das Zombie-Virus einen Weg raus aus Vegas gefunden hat, wird es den Rest der Welt infizieren? Schafft es, das Flugzeug zu landen und bringt das Virus dadurch in eine neue Stadtbevölkerung? Es scheint so zu sein, als ob die Antwort auf diese Frage offensichtlich wäre. Schließlich ist eine Atombombe auf die Stadt gefallen. Aber die Endgültigkeit der Militärlösung für Las Vegas wird mit der Offenbarung von Vandarows Überleben in Frage gestellt. Wenn ein Casino-Safe ausreichend sicher war, um einen Atomangriff zu überstehen, scheint es nicht außer Frage, dass andere ähnliche Zuflucht gesucht haben könnten. Zugegeben, Casino-Safes sind keine Schränke, die jeder einfach öffnen und jeder einfach hineinklettern kann. Aber es ist durchaus plausibel, dass andere Safes offen gewesen sein könnten, als die Zombie-Invasion begann und nie wirklich richtig geschlossen wurden oder dass verängstigte Casino-Mitarbeiter in diesen Safes Unterschlupf gesucht haben könnten, sich in der Zwischenzeit in Zombies verwandelt haben und immer noch da drin sein könnten. Es könnten auch unbekannte Camps mit Überlebenden in den Tresoren versteckt sein. Vielleicht hat sich jemand in einem Kühlschrank versteckt. Es gibt Tonnen an Möglichkeiten. Während ein Atomangriff nicht unbedingt überlebbar erscheint, ist es nicht ganz unmöglich, dass ein paar Menschen, Zombies oder beide vielleicht ein Schlupfloch gefunden haben. Es scheint so zu sein, dass so ziemlich jeder in Army of the Dead besser dran gewesen wäre, wenn sie auf ihre ambitionierte Mission verzichtet hätten. Obwohl Kate den Film überlebt hat und es sogar schafft, dank ihres Vaters mit ein bisschen Geld dort herauszukommen, ist sie auf jeden Fall schlimmer dran. Eigentlich war der einzige Grund, warum sie in die Stadt gegangen ist, ihre Freundin zu retten, und das Ende des Films gibt uns keinen Hinweis, ob sie überhaupt erfolgreich war. Und auch wenn es gut ist, dass sie sich endlich mit ihrem Vater versöhnen konnte, geht das doch auf ihre Kosten, da sie ihn letztendlich mit einer Kugel im Kopf töten musste, als er begann, sich in einen Zombie zu verwandeln.
Das Letzte, was wir von Kate sehen, ist, dass sie schluchzend in der Wüste neben dem Leichnam ihres Vaters kniet und ein Militärhubschrauber über ihr fliegt. Die Chancen stehen gut, dass sie wahrscheinlich in ein Quarantänecamp gebracht wurde. Obwohl ihr Vater ihr genug Geld gegeben hat, um sich und Geetas Kinder aus dem Camp freizukaufen, fällt allerdings kein Wort darüber, wo sie danach gegangen ist, insbesondere falls Geeta tot ist. Wird Kate jetzt zur neuen Mutter für Geetas Kinder? Oder was wird sie tun, sobald sie sich ihre Freiheit erkauft hat? Obwohl Kate am Ende des Films genug Geld hat, um sich und Geetas Kinder aus dem Quarantänecamp freizukaufen, gibt es doch noch eine Menge Menschen in diesen Camps, die nicht dieses Geld besitzen. Während wir nicht viel über die Quarantänecamps wissen, lernen wir doch ein bisschen. Es ist klar, dass die Bewohner nicht einfach frei kommen und gehen dürfen, wie sie wollen. Bevor die Atombombe auf Las Vegas fallen gelassen wurde, haben wir erfahren, dass die Camps evakuiert wurden. Aber das ändert nur den Ort, nicht die Umstände oder vermutlich auch nicht die Wächter, die die Geflüchteten so schlecht behandeln. You know what's more destructive than a nuclear bomb? Words. Army of the Dead scheint anzudeuten, dass es einen langfristigen Plan für die Bewohner des Camps gibt, besonders wenn sie keine guten Möglichkeiten haben, um Geld zu verdienen. Dadurch scheinen die früheren Einwohner von Las Vegas einfach dazu verurteilt zu sein, auf unbestimmte Zeit in den Camps zu leben, was sich nicht wie ein gutes Ende anfühlt. Wenn Army of the Dead jemals eine Fortsetzung bekommen sollte, dann gibt es noch Hoffnung, dass die Camps letztendlich geschlossen und die Bewohner freigelassen werden. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.